und der SV Werder Bremen siegte mit 3 zu 2 gegen Berlin. Das heißt, wir haben hier die 6-Punkte-Gruppen, während hier Luis Puzanski die erste Möglichkeit für den SV Werder hat. Alles mal Richtung Publikum geklärt. René Pascal Wagner, der Schiedsrichter von Tura, ist bekannt. Bremer Bundesliga-Mannschaft, ja, heute Nachmittag verloren im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Die U16 hat jetzt die Chance, für gute Laune zu sorgen und legt auch einen guten Start hin. Marc Schröder trifft und links zum 1:0 für den SV Werder. Die Bremer ja bekannt für eine tolle Nachwuchsarbeit, aber jetzt erstmal die Schalker Usama Anari mit dem 1:1 Ausgleich. Ordentlich Druck gemacht. Also, die Bremer ja bekannt für eine tolle Nachwuchsarbeit. Wie bei fast allen Bundesliga-Vereinen, wenn man da mal auf der Homepage unterwegs ist, kann man ganz, ganz viele interessante Informationen mitnehmen und spannende Anekdote, während wir hier erstmal die tolle Fußabwehr von Jan-Erik Kanzmeier sehen. Vor der Bremer. Nachschussmöglichkeit wieder Kanzmeier. Jetzt ist er chancenlos im dritten Versuch. Und da gibt es Ärger von der Bremer Bank für den Verteidiger Luis Puzanski. Da war Bremer Co-Trainer der Meinung, dass er da durchaus hätte eingreifen können und nur zugeschaut hat. Passiv war in dem Moment. Also bevor das Spiel hier weiter so munter bleibt, nehmen wir ganz kurz die Anekdote mit rein. Also, es gibt in Bremen nicht nur einen Verhaltenskodex für Spieler, das hat wohl fast jeder Verein. Es gibt auch einen Verhaltenskodex für Eltern. Das fand ich interessant. Es gibt also wirklich festgelegte Regeln, wie sich Spielereltern während des Spiels, während des Trainings zu verhalten haben. Und sicherlich keine schlechte Idee, weil natürlich Eltern diesen ganzen Bereich Jugendfußball, sei es auf Profi- oder auf Amateurebene, eine ganz, ganz große Rolle spielen. So, zurück zum Spiel. Denn das macht mal richtig Bock hier zum Schluss. Da haben sich beide Mannschaften nochmal ein Finale aufgehoben und es sind noch viele, viele Leute in der Halle geblieben. Natürlich haben wir nicht mehr die 2500, aber Großteil ist noch anwesend. Nutzen auch die Gelegenheit schon mal für einen kleinen Ausblick. Wenn Sie Lust haben, heißt es morgen zum Frühstück. Freeway Cup, 8.30 Uhr, das erste Spiel. Und es beginnt gleich wieder mit einem Kracher. Das ist gut gelost worden in Leipzig. Die Mühlenkreisauswahl gegen den ersten FC Köln ist die Auftaktpartie morgen früh. Und ja, die sind jetzt hier eingeladen, am 8.30 Uhr reinzuklicken. Und natürlich, wie gesagt, vielleicht zu Brötchen, Croissant und Kaffee die Mühlis zu genießen und hoffentlich wieder siegen zu sehen, wie heute im zweiten Spiel gegen Borussia Dortmund. Langer Fußballtag morgen, 8.30 Uhr, das erste Spiel, das Finale angesetzt gegen 17 Uhr. Also, fast 9 Stunden
Fußball pur. Und dann haben wir den nächsten Treffer für Schalke. Torschütze Jan Kaufmann erhöht auf 3:1 für Königsblau. Da haben sie nochmal richtig was vorgenommen hier. Das sieht man in der ganzen Körpersprache. Nichts mit locker ausklingen lassen, nichts mit Feierabendstimmung. Schalke hat sich gesagt, Viertelstunde Vollgas. Dann ab ins Hotel. Cheftrainer bei Schalke 04, ja, Frank Fahrenhorst, denke ich den meisten noch bekannt aus seiner Bundesliga-Zeit. 216 Bundesliga-Spiele, unter anderem für Werder Bremen und Hannover 96. Schon einmal hier als U16-Trainer für die Schalke. Zwischendurch U17 übernommen, während Schalke jetzt nachlegt zum 4:1. Torschütze Daniel Grigic mit dem Treffer für Königsblau. Also Bremen so gefühlt etwas mehr im Feierabendmodus. Auch hier wieder nicht wach genug. Und Schalke macht weiter Dampf, weiter Druck. Wir spüren weiter große Lust hier, die Königsblauen. Und der nächste Wechsel. Bei S04. Wieder gut rübergespielt, wieder viel Zeit. 5:1. Es wird langsam ganz, ganz bitter für Bremen. Georgios Velikoudis mit dem Treffer. Sechseinhalb Minuten vor Ende dieser letzten Partie am heutigen Tag. Nochmal geklärt. Was für ein Anschlag hier auf den Reporter, diese Übertragung. War nochmal geklärt, Eckball, Schalke 04, 5,5 Minuten vor Ende dieses Turniertages. Da ist der nächste Treffer, 6:1. Es wird eine ganz deutliche Angelegenheit hier. Das 6:1
Gegenwart. Aber das so bitter wirkt, wenn hier das 7 zu 1 fällt. Georgios Velikoudis. Blicken wir ein wenig zurück bei Werder Bremen. Der war schon alles auf der Platte und wurde später dann zum Profi. Hat genau das Ziel erreicht, was hier jeder einzelne Spieler wovon er träumt. Wir haben Dennis Diekmeier, mittlerweile ja Profi beim HSV, Niklas Füllkrug, Hannover 96, Kevin Schindler, Wien Wiesbaden, Levin Ivitek, 1860 München, Niklas Füllkrug, Felix Wiedwald, der Keeper von Werder Bremen, heute noch gegen Borussia Dortmund aktiv in der Bundesliga, Timo Pertl von Bochum, sie alle und noch viel mehr aktiv unterwegs. Beim Freeway Cup für den SV Werder Bremen. Einmal mal wieder ein Torabschluss, ansonsten von Bremen auch einfach wenig bis gar nicht zu sehen in dieser Partie. Vielleicht jetzt nochmal die Gelegenheit. Gut durchgespielt. Abschlussversuch und ja, symptomatisch den eigenen Mann erwischt. Schussversuch hier von Mike Nawrocki. Erwischt da Thomas Linkhoff. Ich glaube, die Bremer sind froh, wenn das Ding hier in 3,5 Minuten gelaufen ist. Korrekte Entscheidung. Foulspiel an der Bande von Kiano Schneider. Klasse verladen. Guter Schussversuch hier von Osama Anari. Also die haben nochmal richtig Lust auf Fußball hier, die Blauen. Schön vorgelegt, wieder gut geklärt. Einschießen. Man könnte meinen, Frank Fahrenhorst hätte sein. Jungs, versprochen für eine Top-Leistung. Gibt es einen Ausflug in das nahegelegene Burger King-Restaurant? Würde zumindest erklären, warum die Jungs so heiß wie Frittenfett agieren. Nein, das ist ja das Schöne. Auf diesem Niveau ist der Ehrgeiz so da. Der Anspruch an dich selbst. Wir gehen jetzt auch nochmal mit dem Schussversuch und dem Treffer. Immerhin, Niklas Nant trifft zum 2 zu 7. Das klingt jetzt nicht viel besser, aber der psychologische Effekt ist immerhin da, etwas positiver aufzuhören. Nächster Schussversuch. Was sind wir mit vom Turniertag? Wir haben fantastische Tore schon gesehen, wir haben intensive Spiele gesehen, gerade die ersten Spieltage ging schon richtig zur Sache. Gute Schiedsrichterleistung, die man ja auch so loben muss, weil sie einfach ganz stark waren. Also insgesamt ein absolut positiver Tag. Wir gehen hier die letzten 60 Sekunden dieser Partie laufen. Schalke wird sein Punktekonto auf 6 Punkte hochschrauben. Schalke mit 3 Punkten kann da trotzdem gut schlafen heute. Bremen, Entschuldigung, mit 3 Punkten wird gut schlafen können. Trotz 7 Gegentoren hier im zweiten Spiel. Also man merkt ja auch, für den Kommentator war der Tag. Und man ist gleich froh, wenn man ja wieder was auftanken kann. Der Treffer zählt nicht. Nämlich der Körpersprache des Schiedsrichters. Da war ich selber nicht ganz sicher. Das hat er ganz charmant gelöst.
kennt es jetzt auch und alles gut bei dem Spielstand. Es ist jetzt auch kein mehr und es gibt 2 Minuten für den Keeper, der Schalker. Kommt Sönke Günther noch zu seinem zweiten Turniereinsatz, er ist schon im ersten Spiel aktiv. Schussversuch nochmal. Ja, und das hatte sie angedeutet hier. Malek Mimicevic hat sich hier ein Scharmützel geliefert, eben schon mit seinem Gegenspieler, und da war eindeutig Frust drin. Aber gut, auch das jetzt 10 Sekunden vor Ende. Alles in Ordnung. Wir machen den Deckel drauf auf diesen Tag. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit am heutigen Samstag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns und hören uns, wenn Sie mögen, morgen ab 8.30 Uhr wieder, sofort mit dem Spiel der Mühlenkreisauswahl. Schönen Abend, schönen Samstag an alle und bis morgen früh. Ciao. Von Marco Fleming mit 7:2. Ich sage vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank, dass ihr so schon eine Stimmung gemacht habt. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Nicht einfach unentschieden, nicht einmal toll, muss reichen. Da ist noch richtig was drin. Morgen geht es dann um die Bursche. Heißt aber ein bisschen früher aufstehen. Um 8.30 Uhr geht es los und dann auch direkt mit unseren Mühlis. Außerdem aber wieder die Dank den Kevins hier. Der Müller ist da und ich auch mal dieser drin. Machen wir noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder.